diesem chaotischen Erpel haucht er immer wieder neues Leben ein. Arild Mithun ist Norwegens einziger Disney-Zeichner und gestaltet jedes Cover der dortigen Donald Duck-Hefte. Unter den skandinavischen Comic-Fans ist er selbst eine Berühmtheit, vor allem wegen der vielen Details seiner Figuren und Geschichten. Ich habe vor rund 10 Jahren begonnen, die Ducks zu zeichnen. Mein Lieblingscharakter in Entenhausen ist Donald Duck, weil seine Persönlichkeit wirklich all unsere schlimmsten Eigenschaften vereint. Am liebsten zeichne ich aber Gundel Gaukelei. Sie ist sexy und gefährlich und grafisch einfach interessanter. Because she's sexy, she's a bit dangerous and she's graphically very interesting to draw. Arild Mithun arbeitet nicht direkt für Walt Disney, sondern für den Verlag Egmont. Seit den 1940er Jahren hat der die Lizenz für Skandinavien. Mit den Autoren Knut Nærum und Tormod Loklin trifft sich Arild Mithun regelmäßig im Osloer Verlagshaus. Wir möchten gemeinsam so tolle Donald Duck-Geschichten erschaffen, wie wir nur können. Unser Motto ist, die beste Duck-Geschichte muss erst noch erzählt werden. Damit treffen sie den Geschmack der europäischen Leser. Arild Mithun ist sogar eine eigene Ausgabe gewidmet. Die meisten Donald Duck-Comics kommen mittlerweile aus Europa. In den USA waren die Comics sogar lange Zeit nicht mehr erhältlich. Seit 2015 sind sie immerhin in einer kleinen Auflage wieder im Handel. In den USA haben die Superhelden den Markt übernommen. Vielleicht hat das was mit der amerikanischen Lebenseinstellung zu tun. Sie wollen immer die Welt retten, stark und mächtig sein, während wir Europäer eher unserem Alltag nachgehen und uns nicht so sehr einmischen. In Europa dagegen sind die klassischen Disney-Titel mit Abstand am beliebtesten bei den Lesern. Und die meisten der Geschichten stammen mittlerweile aus Norwegen. Die Comics sind in Norwegen etwas Besonderes, denn sie haben eine lange Tradition hier und werden von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Es gibt gewissermaßen zwei Ebenen in den Disney-Comics. Einmal der Inhalt und der Humor für die Kinder und auf der anderen Seite beide Aspekte nochmal für die Erwachsenen. Arild Mithun lehnt seine Geschichten teilweise an bekannte norwegische Sagen an, beispielsweise die über den Gott des Donners Thor. Oder sie spielen in europäischen Städten wie Lübeck. Der 50-Jährige kommt eigentlich aus Bergen. Mittlerweile lebt er in Son, rund eine halbe Autostunde von Oslo entfernt. Hier findet er Ruhe und Inspiration für seine Zeichnungen. In seiner Freizeit gibt er hin und wieder auch mal einen Workshop in der städtischen Grundschule. Wenn ich solche Workshops veranstalte, geht es mir nicht nur darum, zu zeigen, wie man Donald Duck zeichnet. Es geht um visuelle Kommunikation. Und obendrein nutze ich die Gelegenheit, um über wichtige Dinge zu sprechen. Etwa wie unser Universum funktioniert oder über unsere Umwelt, den Klimawandel. Ich denke, dass Donald Duck, die Comics, die ich mache, ein schönes Medium sind, um mit den Kindern in Kontakt zu treten und ihnen wichtige Dinge zu vermitteln. Neben den Donald Duck Comics zeichnet Arild Mithun auch Karikaturen für verschiedene norwegische Zeitungen. Der Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo Anfang 2015 hat ihn als Künstler ganz besonders erschüttert. Als Künstler und auch als Vater ist es mir sehr wichtig, dass die Menschen sagen dürfen, was sie wollen und dass sie dafür nicht ihr Leben aufs Spiel setzen. Auch mit seinen Entencomics möchte Arild Mithun die Leser nicht nur unterhalten, sondern auch Geschichten über unsere Gegenwart erzählen.